ist eines der wunderbarsten Objekte, um Theater zu machen. Man kann Eier über die Bühne rollen lassen, sie kommen leicht von der Bahn ab und laufen krumme Wege, wie menschliche Biografien auch. Sie zerspringen, man kann sie köpfen und sie sind neben ihrer banalen Existenz als Ei Symbol für vielerlei. Das Leben eben. Comme tout le monde, comme tous les gens qui font du théâtre, je me demande parfois à quoi ça sert le théâtre. Pourquoi le théâtre est entre nous, dans toutes les cultures pratiquement. Dans la mythologie, il y a ce passage qui raconte que Méduse a le pouvoir de pétrifier celui qui la regarde. Mais Persée, le jeune Persée, parvient à la décapiter en la regardant à travers son bouclier. Il ne la regarde pas directement, il la regarde à travers le bouclier. Ce n'est pas Méduse que Persée a vu, mais sa représentation. Et voilà, ça c'est la fonction de l'art en général et de théâtre. C'est de nous montrer une représentation de ce monde dans lequel nous vivons. Un monde qui change à une vitesse vertigineuse et qui nous effraye. Avec ses rangées des dents numériques, ses injustices et ses yeux prêts à nous pétrifier. Le bouclier du théâtre nous permet de regarder ce monde, de le comprendre, d'en rire, sans succomber à la frayeur. Et oui, évidemment, pour bien faire notre travail, il est indéniable qu'il faut de temps en temps surveiller l'état de notre bouclier, si est-ce qu'il est propre, si est-ce qu'il est bien, si est-ce qu'il est actuel. Voilà. Einen guten Grund dafür geben, wenn man im Theater zur Puppe greift oder zum Gegenstand. Für mich ist es das faszinierende Flirren zwischen der ganz banalen Alltagsbestimmung der Dinge und ihrer Aufladung mit Geschichten. Zum Beispiel ein ganz gewöhnlicher Kochvorgang. Im gläsernen Bräter köchelt ein Schweinefilet. Die Köchin behandelt es wie ihren fieberkranken Ehemann, den sie fürsorglich mit einer Decke aus saurer Sahne zudeckt. Aber sie nimmt ihn nicht vom Herd. Oder vier graue Anzugträger packen eine kleine Gesellschaft von Lumpenpuppen in einen Pappkarton, denn es konnte kein Platz gefunden werden, an dem sie bleiben können. Die vier großen Menschen verlassen die Bühne. Der zurückgelassene Karton mit den kleinen Figuren beginnt über den Boden zu schlingern, wie wenn er dem Spiel von Wellen ausgesetzt ist. Das ist das Flirren, das ich meinte. Das Bild drückt das aus, was vielleicht nicht in Worte zu fassen ist. Das Spiel mit den Ebenen ist immer wieder auch eine Reflexion über den Prozess des Theaterspielens selbst. Eine Illusion wird geschaffen und entzaubert. Und der Zuschauer hat das Vergnügen, an diesem Spiel aktiv mit seiner eigenen Fantasie teilzuhaben. Bürgermeisteramt St. Christobal? Das sind ja schon wieder Sie! Der soll seinen Arsch bewegen. Wofür wird er denn bezahlt? Sie sollen Ihre Arbeit machen, dafür werden Sie schließlich bezahlt. Dann müssen Sie diese Leute eben entfernen. Das ist doch Ihr Job. Einmal noch?
Also, siehst du hier? Ja, hier. Ja, auch von mir. Ja, ein verpasster Beruf. Und die hat mir gesagt, ja, du kannst spielen mit uns, das ist kein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, Mensch, kannst du ein bisschen mehr dein Inneres spielen? Kannst du die Kulisse sehen? Ja, die ganze innere Welt spielen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du bist du da, kannst du vielleicht die Technik machen. Wenn du eh schon da hinten ja, stehst. So, ein verpasster Beruf. Nachkommen! Verkommene! Ich werde euch! Paradies ist blau noch blau, rot noch rot. Gibt es den Himmel? Keine Tränen, keine Not. Dort waren wir eins in Zweisamkeit, verbunden ohne Schmerz und Leid. Oh Paradise, we want you back now. Jetzt stehen wir an deiner Tür, an deinen Pforten. Yeah. Denn dich hat doch verriegelt, verschlossen. Oh. Versuch noch einmal dein Glück, sieh ein, es gibt kein Zurück. Oh Paradise, we want you back now. Es treibt uns weiter, wir streben voran. Eine große, weite Reise fängt an. Um die Welt zu anderlaufen, finden wir dich wieder auf. Vielleicht hin. Oh, Paradise, want you back now. Alberto. Quand je travaille avec des enfants dans les ateliers de théâtre, je leur propose un petit jeu. Je leur dis que je vais dessiner un dessin, je vais faire un dessin et qu'eux, ils doivent deviner ce que je suis en train de dessiner. Ils ont même le droit de se tromper, d'essayer plusieurs fois. Dès qu'ils détectent que c'est un dessin, ils peuvent dire le soleil, la plage, une voiture. Non? Alors je commence par une petite ligne. C'est pas assez pour essayer de deviner c'est quoi que je suis en train de dessiner. Alors je fais une deuxième ligne. Les enfants, ils ne savent pas encore, ils sont tous très attentifs, mais dès que j'ai fait la troisième ligne, tous les enfants sont d'accord, c'est une maison. Ils ont besoin que de trois lignes concrètes et les autres lignes, les lignes virtuelles, ce sont eux, les spectateurs, les enfants, qui l'ont créé. Ça, c'est le travail que nous avons dans le théâtre, c'est qu'on veut raconter une histoire. La difficulté que nous avons, notre travail, c'est de trouver ces trois lignes qui vont permettre aux spectateurs de voir le reste des lignes virtuelles de l'histoire.
Theater ist ja im besten Fall Freiheit im Spiel. Subversive Kraft der Fantasie, auch ja manchmal lustvoller Unfug und dann natürlich auch Verführung. Die Grenzen von Wirklichkeit und Illusionen werden verwischt und wir erschaffen künstliche Mini-Universen und versuchen unsere eigenen, ja, festgezurrten Wahrheiten zu hinterfragen und suchen irgendwie nach Erkenntnis. Versuchen das Hirn, die Fantasie des Zuschauers zu kitzeln und Sinnesreize für Ohren und Augen zu bieten. Ja, etwas, das auch manchmal wehtun darf. Das kratzt und juckt im Vergnügungsjackett des Publikums. Es war gedacht als Geschenk für eine Hochzeit meiner Familie und so. Ja, die sind inzwischen schon geschieden. Also es war auch ein bisschen ein bissiges Stück, es hatte Humor. Es war eine kleine Komödie, die auf einem Frühstückstisch spielt. Und das ist letztendlich, die Geschichte war banal und auch ein bisschen ein blödes Märchen, aber die Mittel waren einfach zauberhaft. Und ich glaube, das war das. Ist, wenn ein Stück Stoff, wenn ein Knoten in einem Stück Stoff, ja, mit einem Mokka-Kännchen drauf und zwei Eierbechern, die zu Stiefel werden, und so eine Gestalt auf einmal über einen Tisch läuft und man sieht einfach ein lebendes Wesen. Ja. Das ist faszinierend. Ja. Das ist. Und ich, ganz oft kam einfach, was übrig blieb, war, also das war toll mit diesen roten Stiefeln. Mhm. Oder das war toll, als man die Kaffeekanne umgedreht hat, dann war die Kaffeekanne auf einmal eine Figur. Das, ja, klar. Das ist die Faszination eigentlich des Puppenspiels. Genau, und die wird ein Stück weit transparent eigentlich dadurch, dass man wirklich sehr banale Mittel benutzt und dass dieser Animationsprozess, also der Animation ist ja ein Stück weit Leben geben, dass der transparent wird. Also dass man sieht aus Materialien, die jeder hat, das ist also nichts Kunstvolles, nichts Vorbereitetes, entsteht die Illusion von Leben. Und das ist schön. Also dabei kann man zugucken. Und da war das Frühstücksmärchen, glaube ich, es hatte so eine Purheit und auch eine Konsequenz drin. Ich glaube, das ist es auch. Weil man, vielleicht weil einem nicht der Ehrgeiz im Weg stand, irgendwelche weltbewegenden Themen zu theatralisieren, sondern... Naja, aber ich höre die ganze Zeit, dass du einen Fehler machst. Rein grammatikalisch, du sprichst immer in der Vergangenheit, weil dieses blöde Frühstücksmärchen... Ich bin mir tatsächlich immer noch... Eine vollkommen neue Dramaturgie. Ich will mehr Bewegung, mehr Mechanik. Wie viel seid ihr da eigentlich hinter dem Paravent? Einer. Zwei. Zwei! Einer muss reichen.
der Kontraste. Wenn Sie drei Schauspieler haben, wie viele Stühle brauchen Sie dann? Drei. Falsch! Einen! Natürlich. Dann wird der eine, der darauf Platz nehmen darf, sehr zufrieden sein. Und was machen die beiden anderen? Was werden sie tun, um an diesen Stuhl zu kommen? Das nenne ich Kontraste. Ich verstehe. Das große und das mickrig erbärmliche Arm und Reich, sie wollen ein hartes Stück. Man könnte es sozusagen als Gegengewicht, als Kontrast etwas abmildern mit einer Liebesgeschichte. Es gibt Gegenstände, die magische Wirkung zu haben scheinen. Sie wirken auf die Stimmung, ihre Nähe beruhigt oder verstört. Ohne sie fühlt man sich unter Umständen unvollständig. Manche Leute sagen, die Dinge bringen Glück. Einige behaupten sogar, sie verliehen Kraft und Macht. Jeder Mensch hat einen Fetisch in seiner nächsten Umgebung. Es lohnt sich, einmal darauf zu achten. Wenn die Dinge reden könnten, sie hätten eine Menge zu erzählen. Auch über die Menschen. Über die mehr oder weniger endlose Reihe von Händen, die sie hergestellt, getragen, geschoben, gestreichelt, geputzt, getreten, kurz gut und schlecht behandelt haben. Die Kinder, für die wir vor 20 Jahren gespielt haben, sind ja heute Erwachsene. Und was ist in ihrer Erinnerung von unseren Vorstellungen geblieben? Ich kann nur darüber sprechen, an was ich mich selbst erinnere. Zum Beispiel, dass Miriam Goldschmidt mit ihren afrikanischen Wurzeln in einer Schüssel Eischnee geschlagen und dabei euphorisch gerufen hat, weiß, weiß, so weiß wie die Zähne. Und wir danach voller Akribie braune Eier weiß angepinselt haben. Oder an das magische Bild, von dem ich überzeugt war, dass es das stärkste und tollste Bild für erotische Sinnlichkeit sei, wenn Hunderte von Stecknadeln mit gelben Glasköpfchen an meine Brust gesprungen sind, weil dort zwei Magnete unter der Jacke steckten. Wenn wir für 200 Zuschauer spielen, gibt es an diesem Abend 200 unterschiedliche Stücke. Thank you.
Damals im Oktober 2008 kannte ich das Materialtheater erst sehr kurz. Wir hatten im Sommer mit den Arbeiten an Ernesto Haase begonnen. Es war unsere erste Zusammenarbeit. Die Hasenfiguren hatte ich in mein Herz geschlossen, doch nun spitzte sich die Handlung zum totalen Drama zu. Ernesto wurde krank in dieser Geschichte, die Familie hat keine Mittel, ihm zu helfen, er stirbt. Die Armut treibt jeden Tag Tausende in den Tod und das Theater kann da nicht wegschauen. Ob es gelingen würde, das Drama zu zeigen und die Kinder dennoch glücklich nach Hause zu entlassen? Wie das gelang, werde ich natürlich nicht verraten. Ich habe eine Regie gemacht in Graz und bin jeden Tag in einem alten Jugendstilhaus einer Villa vorbeigefahren mit einem verwilderten Garten. Und jedes Mal habe ich mein Fahrrad abgestellt und habe durch dieses Gartentor geschaut, habe mir dieses Haus angeguckt und habe mich da reingeträumt. Und dann kam ich ein paar Wochen später wieder, fuhr wieder an diesem Haus vorbei und es war auch noch so, wie es war. Und nachts hatte ich plötzlich einen Traum und in diesem Traum hat mich das Haus gerufen. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Es war morgens um 4 und ich lag wach und bin dann wieder zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad und komme an diesem Haus vorbei. Und da stehen Leute im Garten, ganz offensichtlich Architekten mit Plänen in der Hand. Ja, da hat mich dieses Haus gerufen. Es ist umgebaut worden, nicht ganz abgerissen, aber doch wesentlich umgebaut. Aber dieses Erlebnis, nachts von einem sehr großen Gegenstand gerufen zu werden. Everyone is here. Okay. Right.
Okay. Là, c'est bien? Oui. Maintenant, viens devant. Tu peux là, oui, voilà. J'ai besoin que tu viennes devant. Oui. Wir sind in einer Société, wo wir machen sehr oft so. Und so. Manchmal nicht mit den Händen, aber mit Telefon. Wir sehen nicht die anderen Leute. Und diese Geschichte spricht ein bisschen über das. Ich habe die wundervolle Aufgabe, neben der Musik auch die Geschichte zu erzählen, denn unsere Schauspieler auf der Bühne, die sprechen eine erfundene Sprache, das Dingdalisch, wofür es leider bis jetzt noch kein wirkliches Wörterbuch gibt. Aber wir haben es geschafft, dieses Stück jetzt schon in 4 Sprachen zu spielen und zu übersetzen und unter anderem eben in Türkisch, Französisch und heute zum ersten Mal auf Englisch. The people of Pinitown realized that there was something going on. To find out what it was, they disguised themselves as things. Wir nennen es eine Subtextarbeit. Das heißt, ich weiß, was ich denke, was ich tue, und dann unterlege ich das mit Lauten, mit Sprachfetzen, die ich aus unterschiedlichen Sprachen irgendwie zusammensetze. Also Annette zum Beispiel hat immer wieder, kommt eher sowas Dänisches, sowas irgendwie aus Skandinavien, bei uns eher so ein bisschen die romanischen Sprachen. Also das mischt sich auch durch. Und, genau. Tasse kaputt, habe ich verstanden. Tasse kaputt. Ja, ein paar Schlüsselwörter, die wir gedacht haben, das ist ganz gut, wenn das Publikum dann auch denkt, ha, ich glaube, ich habe es verstanden. Das ist schon ganz gut. I have a magnet, okay. Magnet. And then I move. And I have also, there's a trace underneath. It's already signed. So then I know where to go. Then there's something that maybe... I have a monitor, so I see everything. So this is also very important. What?
Quando sono arrivato a Stoccarda e ho cominciato a collaborare con Material Theater, ho visto qualcosa di nuovo. Un nuovo imprinting nella scena del teatro. Non hanno bisogno di scene particolari per comunicare e quello che mi piace di più, non usano testi detti e ridetti in tantissime forme. Essi comunicano con il pubblico portando messaggi attuali, sia che siano politici, didattici o esistenziali. Per cui mi sento fortunato e onorato di essere partecipe di questa compagnia con il mio piccolo contributo tecnico. Il teatro è l'unico lavoro che potrei fare, una finestra nel mondo immaginario che rispecchia la nostra vita quotidiana. Per cui adesso mi trovo, dopo quasi 28 anni, ancora qui, con loro, che cosa dovrei dire di più? Weiter geht's!